Holla, die Waldfee. In eurer Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Gemeint ist die EZB und ist die US-Notenbank Fed, denn die müssen jetzt hoffen, beten und zittern, dass diese Inflation irgendwann wieder einigermaßen runterkommt. Wenn man sich mal in die Lage dieser Notenbanken versetzt, die haben einen enormen Machtzuwachs bekommen. Die Finanzmärkte tanzen so wie die Notenbanken, die Musik spielen. Inzwischen ist man schon für Klimapolitik zuständig, etwa die EZB. Also das ist wirklich ein immenser Machtzuwachs. Dann hat man auf der einen Seite jahrelang mit Deflation zu tun gehabt wegen der Globalisierung. Man wollte das Beste, dann hat man die Finanzkrise gehabt, da hat man Geld reingeschüttet, hat alles wieder scheinbar nach oben gekriegt und dann kommt plötzlich Corona. Und aus dieser Deflation wird eine Entglobalisierung und eine Inflation, die mit einem fetten Ketchup-Effekt plötzlich aus der Flasche schießt und von der man nicht genau wissen kann, wann sie denn irgendwann abnimmt. Die strukturellen Faktoren sprechen dafür, dass sie so schnell nicht abnehmen wird. Und jetzt musst du als Notenbank hoffen und beten, dass diese Inflation wieder runterkommt, damit dein Machtinstrument, dein scharfes Schwert, das du in der Hand hast, nämlich das Gelddrucken, dass das irgendwie noch was bewirken kann. Denn bei inflationären Szenarien, da hilft auch eben das Gelddrucken nichts mehr und jetzt haben wir die Situation, dass die Märkte schon die Fed und die EZB pieksen und sagen, das Transitory, das ist wohl nicht der Fall, wir wetten mal gegen dich und das zeigt den Kontrollverlust der Notenbanken. Schauen wir uns zunächst mal folgende wunderschöne Grafik an. Hier sehen wir den Corporate Feudalism, der im Gegensatz zu dem mittelalterlichen Feudalismus jetzt keine Monarchen mehr kennt, sondern Zentralbanker, die ganz oben stehen. Wie gesagt, die haben wie Mario Draghi vielleicht die Eurozone nochmal zusammenkleben können. Damals der EZB-Chef, das sind wirklich die wichtigen Figuren. Jerome Powell, wenn der irgendwie irgendwas macht, oder sein Vorgänger Greenspan, wenn die irgendwas gemacht haben, da haben alle danach getanzt. Also die sind ganz oben, die entscheiden. Extrem wichtig ist, das war nicht immer so, das ist schon eine Entwicklung erst der letzten Jahrzehnte. Und jetzt gucken wir aber mal diesen Chart an. Das ist das, was hier auf den Punkt gebracht wird. Wir sehen die Headline-Inflation aus der Eurozone, bums, nach oben geschossen, so hoch wie seit den 90ern, nicht mehr. Und jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man korrigiert seine eigenen Prognosen, die sogenannte Forward Guidance, und sagt, ja, wir müssen straffer agieren, wir müssen die Geldpolitik straffen, müssen möglicherweise die Zinsen anheben, dann wirkst du die Finanzmärkte ab, die finden das gar nicht sexy, dann wird im Gefolge der Finanzmärkte auch die Wirtschaft schwächer, weil Geld teurer wird, das ist etwas, was immer wieder zu beobachten ist, oder du lässt die Dinge einfach laufen und landest dann weit hinter der Realität. In dieser Situation sind wir bereits. Da ist man immerhin bereit, seitens der Notenbanken zu sagen, ja okay, dieses Transitory, das wird jetzt erstaunlicherweise nicht mehr in den Mund genommen, schon das erste Eingeständnis und Schwächezeichen. Aber die Märkte, wie gesagt, die fangen schon richtig an zu piesacken. Und dann kommen noch solche Daten wie eben, wie gesagt, die Verbraucherpreise in der Eurozone. Mit 4,1% deutlich höher wieder als erwartet. Schauen Sie mal, Energie ist fast um 24% gestiegen. Das ist natürlich ein absoluter Hammer. Und wenn wir uns jetzt gleichzeitig mal anschauen, dass die Märkte eben sagen, ja, also je mehr du sagst, das wird schon besser werden in 2022, umso mehr misstrauen wir dir. Die Future-Märkte hier preisen bereits einen Rate-Hike, also eine Zinsanhebung, jetzt im Oktober 2022 ein. Hier sehen wir den Euribor-Future, by the way. Also das ist natürlich völlig etwas anderes als das, was die EZB uns erzählt oder was Christine Lagarde uns gestern erzählt hat. Die Märkte wetten faktisch gegen die Notenbanken und das ist eine neue Dimension. Das kann man nicht genug betonen. Hier sehen wir nochmal diese massiven Anstiege der Inflation auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir heute das deutsche Wirtschaftswachstum aus dem dritten Quartal bekommen, deutlich schwächer, 1,8% statt 2,2% erwartet. Also das war doch durchaus eine Enttäuschung und bestätigt das Bild, das wir derzeit haben. Das Einzige, was nach oben überrascht, sind die Inflationsdaten und das, was nach unten überrascht, das sind die Konjunkturdaten, sichtbar, wie gesagt, an den deutschen BIP-Zahlen, aber insgesamt gestern auch das US-BIP, alles, was in letzter Zeit an wirklich wichtigen Daten veröffentlicht wird, zeigt in diese Richtung. By the way, haben wir jetzt drei Quartale haben wir schlechter abgeschnitten als unsere Nachbarn, auch als die Südländer. Hat jemand gesagt, das sei ja sehr arrogant gewesen, was ich da heute Morgen gesagt habe, als ich hier Varoufakis zitiert habe. Die Deutschen werden leider zahlen und zahlen und zahlen.
Sie werden es weiter tun, wahrscheinlich vor allem unter einer Scholz-Regierung. Vielleicht kann Lindner das verhindern. Jedenfalls ist wahrscheinlich auch den Südländern damit kein Gefallen getan. Aber was ist denn das große Problem der Südländer? Sie haben kein Businessmodell, sie haben kein Geschäftsmodell, das funktioniert. Ja, Norditalien hat ein Geschäftsmodell, Süditalien hat keines. Und ich bin biografisch sehr eng verbunden mit Süditalien. Dementsprechend muss man das aber leider so sagen, wie es ist. Und das ist doch das große Problem, dass wir jetzt praktisch in die Haftung gehen für Länder, die kein Geschäftsmodell haben. Das ist so wie mit Afghanistan. Gut, damit haben wir jetzt nur indirekt was zu tun gehabt, aber die haben auch kein Geschäftsmodell. Die hängen seit Jahrzehnten letztendlich am Tropf anderer Länder, weil da eben nicht wirklich etwas geht. Das liegt an kulturellen Strukturen, das liegt an Geschichte, das liegt an so vielen Faktoren, an Geografie etc. Afrika hat deswegen zum Beispiel ein Problem, weil es kaum beschiffbare Flüsse gibt, so wie hier in Europa, wo wir eben den Austausch, den Warenaustausch, den Handel maßgeblich vorantreiben konnten, die Interaktion zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen, Regionen wollte ich sagen, weil eben wir Schiffe hatten, mit denen wir Güter transportieren konnten. Das ist in Afrika kaum möglich. Deswegen leidet auch dieser Kontinent so stark oder ist der immer noch wirtschaftlich so weit hinten. Aber zurück zur EZB, meine Damen und Herren. Wir sehen hier jetzt Müller von der EZB, der sagt, ja, also die konstant höhere Inflation könnte dazu führen, dass wir den Stimulus reduzieren müssen. Das klingt so ein bisschen nach Eingeständnis. Wir sehen, dass die Spreads, also die Renditedifferenzen zwischen der italienischen und der deutschen 10-jährigen Anleihe jetzt so hoch ist wie seit einem Jahr nicht mehr. Nämlich 124 Basispunkte. Holzmann hat gesagt, der Österreicher aus der EZB, wir müssen jetzt erstmal auf Sicht fahren und flexibel bleiben, flexibel reagieren. Auch das ist vielsagend. Die Bank of America sieht zum Beispiel jetzt der massive Inflow in TIPS, also in inflationsgeschützte Anleihen. Also an den Anleihemärkten ist das Thema angekommen. Die Aktienmärkte, die sind noch auf einem anderen Planeten. Und wenn du jetzt Stress hast mit der Inflation und hoffen und beten musst, was machst du dann? Du gibst eine Umfrage in Auftrag und diese Umfrage, was zeigt die? Das gewünschte Ergebnis, nämlich ein EZB-Survey zeigte, dass die meisten erwarten, dass in 2022 die Inflation unter 2% liegt. Good luck with that, guys, aber mal schauen. Also das ist schon witzig. Oder du bringst dann den Marcello Fraccherino in Stellung, wie gestern bei den Tagesthemen. Der Klimaschutz wird bedeuten, dass Energie teurer wird. Und das muss so sein, sagt der Marcello. Und die Madame Lagarde, die setzt sich ja mal so einen Inflationsfilter ins Gesicht, gell? Ich nichts höre in Inflation, ich nichts sehe in Inflation, ich nichts reden über Inflation. So kann man es natürlich auch machen. Apropos Inflation, apropos EZB. Hier mal ein Artikel in der FAZ, wie der CO2-Preis die Häuser trifft, indirekt. Jetzt ist es ja so, dass die EZB ja auch für Klimapolitik zuständig ist und wie ich aus sehr gut unterrichteten Kreisen weiß, haben jetzt erste Großbanken angefangen, an ihre institutionellen Immobilienkunden, die also Mehrfamilienhäuser besitzen en masse, die Gewerbeimmobilien etc. etc. Wir wollen mal den Energieausweis sehen, denn sie werden von der EZB dazu aufgefordert, ihr Kreditportfolio nach CO2-Standards eben auszurichten. Und wenn da Häuser aus den 60er, 70er Jahren dabei sind, die schlecht isoliert sind, die eine schlechte Energieeffizienz haben, dann verschlechtert das letztendlich die CO2-Bilanz der Bank in ihrem Kreditportfolio, was wiederum bedeutet, dass sie sich dann teurer am Markt refinanzieren muss. Das ist sozusagen der Wirkmechanismus, der Fall ist. Aber nicht nur die EZB ist so ein bisschen neben der Spur, auch Janet Yellen, die Finanzministerin, ehemalige Fed-Chefin hat gesagt, ja, also die Energiepreise, die werden sich abschwächen im nächsten Jahr und die Preisanstiege werden sich normalisieren. Das ist ein interessanter Punkt, Preisanstiege, die sich normalisieren. Und würde immer noch sagen, dass die Inflation temporary ist. Und das muss man hoffen anstelle auch von Janet Yellen. Denn hier unten sehen wir mal die Personal Savings Rate. Das sind frische Daten, die wir heute bekommen haben. Also die Sparquote der Amerikaner. Und wir sehen, die ist wieder massiv gesunken. Jetzt sind wir wieder genau da, wo wir waren vor diesem ganzen Helikoptergeld, das da ausgeschüttet wurde. Mit anderen Worten, die Amerikaner haben das gesamte Helikoptergeld jetzt schon verbrast, weg. Und das ist keine gute Nachricht für den Konsum und auch nicht für die US-Unternehmen, denn deren Kosten, das haben wir heute wiederum auch in den Daten gesehen, bei den PCE-Verbraucherpreisen, die in der Erwartung ausgefallen waren, haben wir gesehen, dass die Employment-Kosten so stark gestiegen sind, wie seit
den 1990er Jahren diese Berechnung dieser Employment-Kosten, also der Arbeitskosten für Unternehmen, gibt es seit den 90er Jahren. Also das ist der höchste Wert ever, den wir hier gesehen haben im dritten Quartal. Ja, good luck damit, dass die Inflation dann nachlässt. Nein, es sind strukturelle Faktoren. Die Mieten sind nach oben gegangen. Wir haben eine ausgesucht günstige Position für Arbeitnehmer an den Märkten. Der demografische Faktor spielt da noch eine Rolle. Aber kommen wir jetzt mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Gestern ja diese schwachen Zahlen von Apple und Amazon. Microsoft ist jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt. Hat man jetzt mit dem Opening an der Wall Street Apple überholt. Und vielleicht noch ein Blick aufs Wochenende. Wir werden die PMI-Daten sehen, also Einkaufsmanager-Indizes aus China. Das wird wichtig. Da ist weiter eher der Blues angesagt. Und in Japan wird der Ministerpräsident gewählt. Wird es Kishida? Kann er sich da wirklich durchsetzen? Er ist ja erstmal intronisiert worden, aber er muss sich dann einer Wahl stellen. Also das sind so zwei Faktoren, die am Wochenende dann zu beachten sind. Und insgesamt, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen ein Motto von Arthur Schopenhauer auf den Weg geben. Die Aufgabe besteht nicht so sehr darin zu sehen, was noch niemand gesehen hat, sondern zu denken, was noch niemand gedacht hat über das, was alle sehen. Großartige Erkenntnis von Arthur Schopenhauer. Ich versuche ein bisschen nach diesem Motto zu handeln. Das wird und hier diesen Bericht zu geben. Das gelingt mal besser, mal schlechter sicherlich. Aber wenn Sie denken, der Fugmann, der redet total in Unsinn, immer dieses Bärische, dann lesen Sie bitte den Artikel auf Finanzmarktwelt meines Kollegen Wolfgang Müller. S&P 500, Gründe, die für einen guten Jahresausklang sprechen, werde ich ihm unter dem Video verlinken. Also, damit Sie dann so eine kleine Kontraposition haben. Wir sind denkoffen, wir sind ergebnisoffen. Wir versuchen uns nach dem Leitmotiv Erkenntnis eben auch leiten zu lassen. Jetzt wünsche ich erstmal ein super Wochenende und sage Servus und Ciao.